Letztes Mal habe ich die letzten 5 Spieltage der Bundesliga getippt. Diesmal natürlich auch für die zweite Liga. Und eins vorweg, ich werde nicht parteiisch sein. Das heißt, ja, ich weiß, ich bin HSV-Fan und bestimmt hundertprozentig denken sich jetzt bestimmt auch viele, die hinter mir das Lasogga-Trikot sehen. Oh, der tippt es dir eh die letzten 5 Spieltage überall immer nur, dass der HSV gewinnt und Heidenheim und Darmstadt verlieren und am Ende wird sogar Hamburg Erster. Nein, das ist natürlich komplett Quatsch. Also ich habe wirklich versucht, ein bisschen Realismus reinzubringen, so vom Bauchgefühl her mal wieder. Und ja, mal gucken, ob es genau so eine Kontroverse gibt, wie es auch bei meinem Bundesliga-Tipp mit der Hertha gab. Bevor es jetzt aber erstmal losgeht, hier nochmal die reale Tabelle. Ja, oben drunter natürlich Darmstadt, Heidenheim, HSV mal nicht auf der Platz auf 4, sondern auf Platz 3 zu finden. Und ja, unten eben das Schlusslicht, SV Sandhausen. Mal gucken, wie es nach den 5 Spieltagen, die ich tippen werde, ja, am Ende aussehen wird. Kommen wir also zum 30. Spieltag, wo eigentlich alle, ja, übrigen Vereine Punkte holen. Und zwar, ja, der HSV gewinnt natürlich sein Spiel gegen Magdeburg, was aber ein sehr, sehr schweres Spiel sein wird. Ich tippe auf ein 2:1. Darmstadt gewinnt auch gegen Kiel. Und ja, Heidenheim überrollt für mich ganz klar Greuther Fürth. Und ja, also das sind halt keine so gewagten Tipps, deswegen. Da das glaube ich sogar, dass das so in diesem Szenarien auch so eintreffen wird. Ich sehe es schon kommen. Heidenheim verliert heute gegen Fürth. Eine Überraschung habe ich aber dann doch drin. Und zwar der SV Sandhausen gewinnt seine Partie 1:0 gegen Jahn Regensburg. Ja, das, also ich habe es irgendwie mit so total abgestiegenen Vereinen, dass ich denen irgendwie noch Punkte zusichere. Obwohl ja SV Sandhausen ja wirklich also bodenlos spielen. Aber die berappeln sich meiner Meinung nach und holen heute mal wieder 3 Punkte oder eher gesagt eben am Wochenende. Kommen wir also zum 31. Spieltag und da wird es schon ein bisschen kontroverser. Und zwar, ja, spielt der HSV 2:2 gegen SC Paderborn. Paderborn immer gefährlich. Es fallen immer mal, ja, viele Tore in dieser Partie. Also Paderborn und Heidenheim, da kannst du immer drauf tippen, dass da ungefähr 3 Tore in dem Spiel passieren. Ich halte auch Paderborn für eine unglaublich starke Mannschaft und gerade in der Defensive hat eben der HSV schlechte Karten. Deswegen tippe ich auf ein 2:2. Das heißt, ein Punkt gewonnen, 2 Punkte verschenkt im Sinne vom HSV. Und ja, Heidenheim gewinnt zu Hause gegen Magdeburg. Ich glaube, die sind einfach zu heiß. Darmstadt spielt mal, ja, nicht zum Sieg, sondern spielt unentschieden gegen St. Pauli. Einfach deswegen, weil St. Pauli auch zurzeit unglaublich gut spielt. Kommen wir also zum 32. Spieltag und den, ja, nenne ich auch einfach mein legendärster Spieltag. Und zwar verliert erstmal Heidenheim gegen Paderborn, ja, in Paderborn. Ich glaube, die müssen einfach gut spielen und die Heidenheimer bitte ärgern. Und ja, Darmstadt gewinnt seine Partie natürlich. Aber das spektakulärste Spiel wirklich wird Jahn Regensburg gegen den HSV sein. Jahn Regensburg spielt gegen den Abstieg, HSV für den Aufstieg. Und wir alle wissen, so Hamburg und Regensburg, da gab es immer mal wieder eine Klatsche. Deswegen tippe ich auch hier ein 4:3 Sieg für den HSV diesmal. Weil, ja, ich glaube einfach, das werden sie sich nicht nehmen lassen. Aber es wird ein Kampf. Es wird so ein nervenaufreibendes Spiel werden. Bestimmt in Real Life wird es 0:0. Aber ich tippe ein 4:3. Deswegen, ja, also HSV gewinnt hier wichtige 3 Punkte. Heidenheim lässt federn, meiner Meinung nach. Und Darmstadt, ja, die kann man nicht mehr aufhalten. Der 33. Spieltag sieht wie folgt aus. Und zwar werden da, ja, Darmstadt, Heidenheim und der HSV alle 3 Siege einfahren. Der eine mehr, der andere weniger. Und zwar, ja, Darmstadt wird einfach da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Heidenheim wird Sandhausen sowas von wegklatschen, glaube ich. Also das wird ein 5:2, das ist absolut logisch. Und sogar der HSV wird sein Spiel gewinnen. Am letzten Spieltag wird es dann nochmal dramatisch. Und zwar, ja, Darmstadt spielt tatsächlich nochmal unentschieden in dieser Saison. 1:1 gegen Greuther Fürth. Ich glaube einfach auswärts, ja, die Saison ist vorbei und die werden die Meisterschaft dort eben feiern. Also wer jetzt auch mitgerechnet hat, ist es ja auch rein logisch her, Darmstadt wird auf jeden Fall Meister werden. Und ja, der HSV gewinnt auch seine Partie gegen Sandhausen. Da will ich auch unbedingt dabei sein. Das heißt, da werdet ihr mich wahrscheinlich sogar im Stadion sehen, wenn ich da mitfeiere bei dem 3:1. Und eben, ja,
Heidenheim gewinnt auch ihr Spiel 2:1 gegen Jahn Regensburg. Also beide müssen gegen so Abstiegskandidaten wirklich ran. Und ja, ob es jetzt gereicht hat oder nicht, werdet ihr jetzt erfahren. Die Tabelle sieht am Ende also so aus. Sandhausen und Jahn Regensburg steigen als 17. und 18. meiner Meinung nach ab. Sogar Sandhausen hat sogar noch einen Platz gut gemacht, meiner Meinung nach. Und ja, Hansa Rostock muss in die Relegation. Viel interessanter ist es eben oben, und zwar, ja, Darmstadt wird natürlich mit 3 Punkten Vorsprung Meister, dann eben Heidenheim und dann der HSV. Beide sind punktgleich, aber ich glaube einfach, die Tordifferenz, die ist halt einfach so hardcore gut und hardcore schlecht beim HSV, also hardcore gut bei Heidenheim. Und ich glaube, deswegen wird der HSV auch auf den 3. Platz rangieren. Und ihr merkt selber, ich habe selber unglaubliche Hoffnung, dass wir endlich aufsteigen. Aber Heidenheim ist halt kein Fallobst. Und diese Tordifferenz. Und ich sehe auch nicht, dass wir irgendwie in den letzten 5 Spieltagen so viele Tore schießen und Heidenheim so viel kassiert, dass die Tordifferenz irgendwie gleicher werden. Das sind halt ungefähr so um die 10 Tore sind sie besser dran. Das einzuholen ist fast unmöglich. Also da müsste schon Heidenheim sehr, sehr dumm sein. Deswegen, ja, Heidenheim für mich der Zweitplatzierte, der HSV drittplatziert. Ja, die 4., 5. Plätzen, die sind weiter weg, haben auch eine gute Saison hinter sich, aber unter den 3 wird sich das auf jeden Fall entscheiden. Und der HSV fällt also auf Platz 3 und ja, ich freue mich eigentlich nicht mehr über die Relegation. Früher habe ich mich immer gefreut, wenn der HSV eben noch den 16. Platz erreicht hat in der Bundesliga. Da habe ich immer gedacht, oh geil, Relegation, da steigen wir eh nie ab, und jetzt habe ich einfach nur noch Angst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und wenn ich dann so sehe, dass wir vielleicht gegen ein Bochum oder so in der Relegation spielen müssen, also jeder Gegner, auch so, wir haben auch letztes Jahr gedacht, Hertha fällt auseinander, weil die haben so grottenschlechten Fußball gespielt, und dieses Relegationsspiel hat uns einfach gezeigt, dass wir sogar gegen Hertha verlieren und keine Chance haben. Also deswegen Daumen drücken, dass der HSV irgendwie noch den 2. Platz eben bekommt. Aber laut meinem Rechenspiel, laut meinem Gefühl, wird der HSV 3. Das ist natürlich wie immer nur meine Meinung. Schreibt mal gerne in die Kommentare, auf welchem Platz seht ihr den lieben HSV. Und ja, wird Darmstadt, wie ich es meine, eben Meister oder vielleicht sogar Heidenheim oder der HSV oder Düsseldorf, weil die anderen alles verlieren. Vielleicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare eure Meinung dazu hin. Und ja, war ich mit Sandhausen und Regensburg ein bisschen zu hart? Ich weiß es auch nicht, aber Sandhausen sehe ich halt echt nicht mehr gut drin. Und Regensburg, da sage ich eigentlich jedes Jahr, dass die eigentlich absteigen, bin eigentlich immer überrascht. Das ist wie in der Bundesliga mit Augsburg, da sage ich auch jedes Jahr, Augsburg steigt ab, und dann die überraschen halt immer mal wieder. Und ja, deswegen, das sind meine Tipps. Schreibt mal gerne in die Kommentare eure Tipps rein. Gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Ciao, ciao.